Herzlich willkommen hier bei der Familie Hofer, ortsbekannt als Jogelbauer und einer der Vorzeigebetriebe, wenn es um Direktvermarktung geht. Und heute eine Sendung und eine Aufzeichnung mit Stallgeruch sozusagen. Das ist manchmal was Negatives, heute mit Sicherheit was Positives. Bei mir sind jetzt schon Sarah Wiener, Genussbotschafterin. Einen eigenen Bauernhof haben Sie, habe ich gelesen. Ja, eine Landwirtschaft, aber 1000 Kilometer nördlich von hier, eine Stunde nordöstlich von Berlin in der Uckermark. Ist ein Bio-Bauernhof, also für österreichische Verhältnisse muss man sagen Landwirtschaft, weil wir haben fast 800 Hektar. Okay, also ein bisschen größer als der Salzburger Durchschnittsbetrieb. Der ungefähr, wie groß ist der Landesrat? So um die 16, 17 Hektar. Damit auch herzlich willkommen an Sie. Sie sind ja seit mehr als 20 Jahren in der Agrarwirtschaft hier in Salzburg tätig. Wie wichtig sind Genussbotschafterinnen wie eine Sarah Wiener für das Land? Naja, es gibt, glaube ich, nichts Besseres als prominente Persönlichkeiten, die so stabil hinter einer Sache stehen, wie die Frau Sarah Wiener das tut. Und diese Botschaft kommt sehr sympathisch über die Bildschirme, auch in anderen Medien. Und wenn etwas so gleichförmig ist und so sympathisch verpackt, dann glaube ich, ist fast ein Glücksfall, dass man diese Küche, dieses neue Kochen, dieses nicht Kochen für den Alltag, sondern auch Kochen für besondere Anlässe, in besonderer Weise von Sarah Wiener getragen wird. Und dafür können wir nur dankbar sein. Und es ist auch ein Stück Glaubwürdigkeit. Sie hätte es nicht not, diese Botschafterin zu sein. Sie könnte auch eine andere Rolle spielen oder mit anderen Zutaten kochen. Da gäbe es wahrscheinlich große Lieferanten, die gerne etwas dafür zahlen würden, wenn diese Produkte dann am Fernsehtisch wären. Das tut sie nicht. Sie steckt ihr ganzes Können in Regionalität und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Sie stecken ihr ganzes Können in Regionalität, sagt der Herr Landesrat. Im Internet habe ich gesehen, Sarah Wiener und Schüler. Was hat es damit auf sich? Warum gehen Sie auch in die Schulen? Hier ist es nicht selbstverständlich, dass man zum Supermarkt einkaufen geht, super Lebensmittel sozusagen zur Verfügung hat, gesunde Lebensmittel nimmt und dann ab nach Hause an den Herd und das sind jetzt gekocht. Verschiedene Fragen. Das eine ist, ich habe seit 10 Jahren eine Stiftung, die Sarah Wiener Stiftung, die zum Ziel hat, Kindern einfach Kochen beizubringen. Nicht nur Schülern, sondern wir fangen bei Kindergartenkindern an, ab 3 Jahre. Weil je früher man kochen lernt, je früher sich das Geschmacksgedächtnis in vielfältiger Weise entwickelt, desto besser für die Zukunft und für nächste Generationen. Was wir machen ist, wir bilden nicht, wir gehen nicht als Fremde in den Kindergarten oder in die Schule, sondern wir bilden Pädagogen weiter. Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, Erzieherinnen, immer mit Schrägstrich natürlich, genderkorrekt, geben denen die ganze Hintergrundinformation und unterstützen sie, damit sie dann Kindern Kochen beibringen können. Und dann gibt es noch ein Projekt, einen Teil der Schulkinder machen dann Bauernhoffahrten, damit sie auch sehen, woher und wie Lebensmittel entstehen, um sie damit zu verbinden, direkt mit dem Boden und mit den Bauern. Da war jetzt ein spannendes Stichwort dabei, das müssen wir jetzt aufschreiben. Genussgedächtnis, oder wie war das jetzt? Geschmacksgedächtnis. Es gibt so Forschungen, die sagen, Geschmack wird in den ersten 1000 Tagen geprägt. Meiner Meinung nach fängt Geschmack schon im Uterus an, durch das Fruchtwasser, was die Mutter isst, geht aufs Kind über. Es geht weiter mit der Muttermilch und dann mit früher immer mit regionalen Produkten, heute leider mit irgendeiner Industriefolgemilch oder mit irgendeiner Babykost, die jeden Tag gleich schmeckt und sterilisiert ist und sehr beengt ist auch in der Auswahl. Das ist ja ein Qualitätskriterium in der Industrie, dass man sagt, es soll und muss jedes Mal gleich schmecken. Es ist auch sehr interessant, ich sage, das Individuelle, das Besondere, dass es jeden Tag anders schmeckt und anders ausschaut, das ist Qualität und das ist auch Schönheit. Und hier haben wir einfach einen Hof, wo man sieht, dass es auch möglich ist, dass die Familie Hofer nicht nur biologisch wirtschaftet, sondern tatsächlich von der Marmelade über den Topfen, über Rohmilch, über einen guten Schinken, den ich vorhin probiert habe. Es schafft wirklich so eine
kleine Kreislaufwirtschaft in der Region zu machen und diese auch dann zu stärken und den Leuten, die hier wohnen, eine Möglichkeit gibt, auch davon zu profitieren. Weil oft sind wir ja in der Stadt oder irgendwo und da gibt es das alles nicht mehr. Es gibt nicht mehr die Vielfalt, wir können gar nicht mehr wählen, auch wenn das, wenn die Industrie behauptet, man hat die Wahlmöglichkeit, de facto ist es nicht so. Ganz im Gegenteil, wir werden oft von Werbung und von einer Marketingstrategie überrollt, die uns weismacht, dass es wurscht ist, ob wir jetzt die gute Heumilch aus der Region nehmen oder die abgepackte Haarmilch, die von 1000 Kilometer vielleicht herkommt oder noch weiter. Sorry. Ich hätte noch was zu sagen, aber ich tue mich einmal stoppen. So, jawohl, jetzt funktioniert's. Noch einmal herzlich willkommen. Wir haben jetzt so eine kleine Eröffnungsrunde gedreht vom sozusagen Genussland Salzburg bis zur Genussbotschafterin. Da waren einige spannende Punkte dabei. Das Thema Wirtschaft ist mehrmals gefallen und dazu würde ich jetzt gerne das Podium dann erweitern. Ich begrüße jetzt bei uns Landesbäuerin Elisabeth Hölzel. Sie ist eine, die immer für Kooperation und Wertschätzung eintritt. Herzlich willkommen. Dann mit Gerhard Wörle, einem Pionier dieser Heumilchregion hier im Salzburger Flachgau. Er kennt seine 500 Bauern persönlich. Bitte sehr. So, damit wir jetzt nicht zu einseitig werden, habe ich die Bitte, dass die nächsten beiden sich dann da herstellen. Eine Beliebtheit dürfte begrenzt genau. sein. Leo. Ist zu wenig. Ja. Stimmt, gell, das ist. Aber Leo Baumberger, das Gesicht von Salzburger Land, Tourismus, Werbung und Landwirtschaft gehen hier seit Jahren Hand in Hand. Leo, hallo. Ja. Und dann Christian Pöppel, seit 1492 wird heimisches Bier gebraut. Ohne heimische Landwirtschaft gibt es auch keine Stiegelzukunft. So, wir haben jetzt eine kleine technische Herausforderung zu meistern. Wir werden das folgend machen. Ich werde die Fragen stellen, dieses Mikro fest in Ihre Hände geben und das andere werden wir dazu halten, das mache ich dann, damit wir das sauber auch auf Bild und Ton mit dabei haben. Ja, dann steigen wir vielleicht gleich ein. Sie haben uns einige Stichwörter mitgegeben, Kinder, Schule, Wirtschaft. Herr Landesrat, ist es nicht beklemmend, wenn auf einmal Industrie, Handel bis hin zum Energieerzeuger, dem Powerhof entdecken und dann alle mit diesen Sujets werben, steckt die Landwirtschaft in einer kleinen Marketingfalle? Also diese Meinung bin ich nicht. Es gibt einen gewissen Hype, aber auf jeden Hype folgt ein Oberhype und den haben wir derzeit Gott sei Dank noch nicht. Und da hilft uns auch der Tourismus, dass wir nicht dort anschieben, wo wir schon voll sind. Das dürfen wir nicht tun. Aber eines muss ich schon sagen, ich habe 1978 mit der Landwirtschaftlichen Fachschule in Glessheim begonnen, war die Bauersleiter, und da hat man mich als Schulkollege in der Hauptschule, na klar, jetzt geht's da in die Bauernschule, was sollst du denn sonst tun, die Bauern? Das hat überhaupt kein Image gehabt, sondern wir wurden irgendwie dorthin geschickt und für das wird schon reichen. 10 Jahre später wurde eine neue Schule gebaut, weil sie abgewandt war, das waren Baracken aus dem Krieg der Amerikaner. Und da hat es in diesem Land die Diskussion gegeben, sollen wir überhaupt bauen, die wird ja nach EU-Beitritt nie mehr voll. Und dann haben sich einige Funktionäre damals ausgedacht, in der Nähe ist eine Tourismusschule der Wirtschaftskammer. Und wenn die Bauern nicht mehr kommen, dann kann man diese Tourismusschule an diesem Gelände erweitern. Heute sehen wir genau das Gegenteil. Die Landwirtschaftsschulen sind voll, wir haben 4 in diesem Land. Wir haben 1000 Schülerinnen und Schüler
Und das ist ganz was Wesentliches. Da ist die Haushaltswirtschaft dabei, BHS, und da ist die Landwirtschaft dabei. Und was wir getan haben, ist, dass wir eine gute Ausbildung den Schülerinnen und Schülern zukommen lassen. Ich bin insgesamt 7 Jahre in eine Landwirtschaftsschule gegangen und habe nie Butter gemacht, ich habe nie etwas mit Fleisch gemacht, wir haben nie einen Stopfsbrenn, wir haben zwar die Baumschneidwerfen, aber wir haben nicht gewusst, irgendwann kommt das Zeug, aber was tun sie denn damit? Wir haben auch aus der Milch nichts gemacht, aus dem Naheliegendsten. Und heute ist der Schwerpunkt tatsächlich aus diesen Lebensmitteln, aus diesen Rohstoffen, das zu lernen, das ist ein Handwerk, dieses Handwerk ist ein ganz wesentliches, altes Handwerk. Und wenn wir das streuen, dann jährlich 300, 400 Abgängerinnen und Abgänger, dann kommen wir tatsächlich in die Weite. Aber Sie haben jetzt 7 Jahre die gleiche Landwirtschaftsschule besucht, oder? Ich habe mit der Fachschule begonnen und gegen den Widerstand meiner Eltern dann 5 Jahre noch eine Mittelschule draufgesetzt. Perfekt. Ne, damit, nachdem das mediale Interesse doch so groß ist, dass man ja keine Gerüchte in die Welt setzen. Ich würde jetzt mal da ganz nach rechts außen sozusagen wechseln. Machen wir das so damit, bitte sehr. Ich gebe Ihnen das da dann gleich in die Hand. Im Radio und im Fernsehen heißt es ja immer, diese Sendung wurde unterstützt oder mit Produktplatzierungen auch. Wir haben das heute hier. Es gibt einmal Wörle Emmentaler und ganz was Spannendes, zu dem kommen wir dann. Wer heute einen Durst hat, haben wir zuerst gedacht, Flux ein Flux, oder? Flux. Ja, richtig. Im Flux ein Flux, nicht? Also schnell ein Flux. Herr Wörle, Sie waren immer dabei, wenn es um Trends gegangen ist, haben wir manchmal wahrscheinlich manche Dinge gemacht, die bei anderen Kopfschütteln hervorgerufen haben. Muss man damit rechnen, dass den Wörle Emmentaler in Kürze auch im Onlinehandel geben wird? Gut, das ist eine tolle Frage, die Sie stellen. Wir haben natürlich unsere Partner, den Handel. Wir brauchen den Handel, damit wir den Konsumenten erreichen. Es kann vielleicht in einigen Jahren einmal so weit sein, dass man das auch über andere Schienen spielt, aber das wird noch, glaube ich, einige Zeit dauern. Wir haben ein Produkt, das natürlich auch gekühlt transportiert werden muss, und wir sind guter Dinge, dass das, was wir jetzt an Linien haben, dass wir das also beibehalten. Aber wer weiß, wie es kommt. Man wird sehen. Wenn Käser und Molkerei-Geschäftsführer und Menschen, die in dieser Branche, wo ja doch in größeren Mengen produziert wird, auf einen Direktvermarkter Hof kommt, ist das eigentlich was, mit dem Sie und die Branche gut leben kann? Oder ist die Direktvermarktung eigentlich ein lästiges Anhängsel oder so eine Konkurrenz, die man eigentlich gar nicht haben will im eigenen Land? Es gibt eigentlich keine Konkurrenz. Wie stark man selber ist, das ist das Wesentliche. Wenn man sagt Direktvermarktung, und das geht ja schon sehr lange zurück, und ich kann mich gut erinnern, also ich war schon einmal hier vor, glaube 30 Jahren, und es ist wirklich toll, wenn man sieht, was die Familie mit Direktvermarktung hier herauszaubert, jede Woche, weit vom Schuss. In Wahrheit, also sie sind ja nicht in der Stadtnähe, sondern sie sind hier doch ein bisschen in der Pampas, sie nennen es jetzt einmal so. Ich glaube, da liegt es eben wirklich an der Familie, das zu tun, und wie die das gemacht haben, also Hut ab. Für mich kein Konkurrent, sondern ich schätze Menschen, die also so agieren. Ich muss auf dem Thema noch ein bisschen draufbleiben. Es gibt ja immer wieder und hat es vor allem vor 10, 12 Jahren die großen Diskussionen gegeben, auch in den Verhandlungsrunden mit den Handelsketten. Hat sich hier, Sie haben es zuerst selbst gesagt, die Handel, Wirtschaft sind Partner geworden oder waren es immer schon, aber auch in diesem Bereich. Hat sich da etwas verändert? Hat sich der Stellenwert der heimischen Produkte, der regionalen Produkte in den Supermärkten verändert aus Ihrer Sicht? Ja, ich glaube, dass der Konsument der Entscheider ist. Der Konsument wird entscheiden, kaufe ich Produkte aus der Region oder kaufe ich, wie heute schon gesagt worden ist, die Haarmilch, die vielleicht irgendwo meilenweit daherkommt. Wesentlich ist, dass wir das, was wir hier an Juwel haben, also im Flachgau, bei uns ist es so, dass die Bauern, die wir als Partner haben, die kommen aus dem Salzburger Flachgau und aus dem Hanseland, sind also zu 98% Bio-Heumilch- und Heumilchbauern, dass wir da wissen, welchen Rohstoff wir haben. Das ist der spezielle Rohstoff. Da sieht man, wenn man die Wiesen anschaut, was da blüht und was dann später zu Heu wird.
Die Bauern füttern also im Sommer das Gras und im Winter das getrocknete Gras, das Heu. Und man merkt natürlich schon bei den Produkten, dass es hier um spezielle Produkte geht, die einen Rohstoff als Basis haben. Und das ist das Wesentliche. Und wesentlich ist, dass wir den Konsumenten überzeugen. Der Konsument ist der, der entscheidet in Sekundenbruchteilen am Schalter sozusagen, was er nimmt. Dass wir den Handel als Partner brauchen, ist keine Frage. Wir hätten uns gewünscht, wenn wir 15 Händler hätten, aber wir haben halt nur mehr 4, 5. Aber wir kommen auch damit gut zurecht. Vielen Dank für diese Einstiegsrunde. Jetzt da mal einfach ein bisschen Platz tauschen. Herr Wörle hat es jetzt gerade gesagt, die Bäuerinnen und Bauern mähen frisches Gras, füttern es. Können sich die Bauern und die Bäuerinnen das überhaupt noch leisten, wenn man die Stundensätze rechnet, wenn man schaut, wie viel Zeit hineingesteckt wird? Das ist jetzt eine gute Frage, ob man sich das leisten kann. Ich glaube, dass wahrscheinlich jede Bäuerin und jeder Bauer das gar nicht so ganz genau hinterfragt. Es gehört auf jeden Fall einmal die große Liebe zur Landwirtschaft. Einfach, dass man den Betrieb erhalten will, so wie man vielleicht von den Eltern geerbt hat, dass man wieder so weitergeben will. Und jeder macht sich Gedanken, wie er das Beste aus seinem Betrieb machen kann. Und da gibt's eben auch bei uns, wenn man es jetzt da senkt beim Jogelbauern, die vielen, also die Direktvermarktung, jeder schaut, dass er irgendwo ein Standbein hat, ein zweites, ein zusätzliches, damit man sich, ja, so mancher den Betrieb leisten kann. Also mir hat zum Beispiel einmal ein Konsument gesagt, weil wir auch mehrere Standbeine zu Hause haben, dann habe ich gesagt, wir brauchen das, damit wir unseren Hof erhalten können. Dann sagt er zu mir, so ein teures Hobby könnte ich mir nicht leisten. Dann habe ich schon mal überlegt. Genau, ist natürlich ein Gedanke aus dieser Shareholder-Value-Geschichte. Also was Ertrag abwirft, das behalten wir bei, alles andere geben wir weiter. Aber wenn man auch selbstkritisch oder mit Blick von außen hineinsieht, wie gesund ist derzeit das Leben auf den Höfen, wie bringt man es unter einen Hut sozusagen neben der Stallarbeit, die Direktvermarktung und dann zusätzlich womöglich noch Urlaub am Bauernhof anzubieten? Wie gesund? Also in erster Linie ist einmal sehr gesund, auf einem Bauernhof zu leben. Ich würde mit keinem anderen tauschen. Was Sie ansprechen, das glaube ich, ist natürlich die viele Arbeit oder vielleicht sogar die Überbelastung mit diesen Standbeinen. Und meine Aussage ist immer, wenn man sich ein zusätzliches Standbein sucht oder gründet, dann muss man sehr gut überlegen, passt das Standbein zu mir, passt diese Art der Betriebsform zu meiner Familie und passt es auf den Betrieb und können wir gemeinsam das Ganze bewältigen. Man hört doch immer mehr, dass auch auf den bäuerlichen Betrieben gewisses Burnout vorkommt. Heute ein moderner Ausdruck. Früher hat man gesagt, man ist total überbelastet, man kommt mit der Arbeit nicht mehr zusammen. Und das muss sich jede Familie sehr gut zu Hause überlegen. Aber ich glaube, wir haben viele Vorzeigebetriebe, viele Beispielbetriebe, wo das sehr gut Hand in Hand und einfach gut überlegt funktioniert und wo auch jeder Freude an seiner Arbeit hat und wo er aber auch Zeit hat, dass er sich mal einen Urlaub nimmt oder einfach einmal wegfährt. Weil das gehört auch dazu, weil dann mehr Zufriedenheit innerlich ist. Nicht, dass man sagt, die anderen fahren Urlaub, ich tue nur arbeiten, dann geht was schief. Weil die ganze Entwicklung Internet, 7x24 Stunden und so weiter, gibt es ja in der Landwirtschaft seit 60, 70 Jahren schon. Nein, eigentlich seit immer. Immer. Seit es Kühe gibt, am Bauern gibt. Nicht? Also Auszeit ist wichtig in dem Zusammenhang. Ein Punkt vielleicht noch abschließend. Wie erlebt ihr, beziehungsweise wenn man den Menschen so zusieht im Supermarktregal, würde man sich da manchmal wünschen, dass man hingehen kann und sagen kann, na, gibt es raus, gibt es andere rein oder umgekehrt? Naja, das wünsche ich mir jetzt nicht unbedingt, aber ich sehe es einfach sowieso in unserer Aufgabe, nämlich die Aufgabe auch der Bäuerinnen oder der Produzenten allgemein, dass man einfach mit dem Konsumenten in den Dialog tritt. Und ich glaube, man muss die Konsumenten viel mehr darauf aufmerksam machen, was wir eigentlich machen. Ich sage immer, wir produzieren Lebensraum,
Wir produzieren Lebensqualität. Wir stellen Sportstätten zur Verfügung, also Grund für Sportstätten, für Freizeit. Und wir produzieren aber ganz, ganz tolle Lebensmittel. So, die ersten, die ich erwähnt habe, gibt's gratis. Lebensraum, Lebensqualität, alles gratis. Fürs Lebensmittel muss man bezahlen. Und da liegt es jetzt einfach am Einzelnen. Wie weit geht die Wertschätzung zur bäuerlichen Arbeit? Weil wenn ich das wertschätzen kann, wenn ich sehe, was die Landwirtschaft für jeden Einzelnen, der hier lebt, oder auch für jeden Gast, der kommt, leistet, dann brauche ich gar nicht mehr überlegen, was ich aus dem Regal hole. Weil dann will ich die Salzburger Landwirtschaft unterstützen, nämlich genau mit dem guten, wunderbaren regionalen Produkt, das ich vor der Haustür das produziert wird und ich sofort kaufen kann. Das kann nicht jeder. Ich kann das Mikrofon gar nicht wegziehen, aber ich muss jetzt trotzdem und würde gleich zur Frau Wiener rüberwechseln. Und zwar, Elisabeth Hölzl hat es gerade gesagt, Wertschätzung. Ist es überhaupt möglich, in Zentren wie Wien, Berlin, den Menschen noch zu vermitteln, dass es im Stall anders riecht als im Wohnzimmer? Naja, ich würde sagen, erst einmal, was man nicht kennt, das kann man nicht verteidigen und danach kann man sich nicht sehnen. Man weiß, dass heute Kinder, die in der Mitte vom Stadtzentrum aufgewachsen sind, überhaupt kein Interesse an Naturschutz haben. Man weiß, dass Kinder, die mit künstlichen Vanillin gefüttert worden sind, schon als Säuglinge eine lebenslange Vorliebe für diese künstliche Vanillin hat. Deswegen ist es sehr komplex. Kleinbauern sterben jeden Tag. Ja, weil es ist so ungewohnt, auf zwei zu sprechen. Und es gibt natürlich Bauern und Bauern, Landwirte und Landwirte und auch Produktionssysteme, mit denen viele Menschen nicht einverstanden sind. Gerade diese global agierenden Agroindustrie, von denen man nicht mehr weiß, was man produziert, woher es herkommt und gar keine Steuern zahlen, also nicht die Region unterstützen und die Leute, die hier wohnen, sondern ihre eigenen wenigen Leute da die Milliarden anhäufen und die Vielfalt abschaffen. Das ist ein großes, großes Problem. Und man müsste den Leuten sagen, die in den Geschäften einkaufen gehen, dass sie mit der Wahl ihrer Lebensmittel entscheidend dazu beitragen, ihre eigene Lebensqualität und ihr Umfeld zu beeinflussen und noch das ihrer Kinder und Enkelkinder und von ärmeren Ländern. Wenn ich glaube, ich kann heute aus Geiz oder aus Gier das billige Händel für 2 Euro, das TK-Händel kaufen, weil ich es mir gönne und so sparsam bin, muss ich wissen, dass dieses Händel den wahren Preis die Natur zahlt, die Bauern, andere Leute, die die Händeln anders produzieren, aber auch den Boden versaut und das Klima und das Wasser. Es hängt also alles zusammen und am Lebensmittel merkt man, dass wir eine Welt sind und nur eine Welt haben und dass wir Nachbarn sein sollten, die sich verbinden und gegenseitig stärken und nicht, dass der Nachbar mein Feind ist, weil er mein Klima verseucht und weil er ein Fleisch produziert oder Tiere so behandelt, wie das niemand will, wenn er es weiß. Noch ganz eine kurze Frage und bitte eine kurze Antwort. Wie groß ist die Auswahl, wenn man in Berlin oder auch in Paris oder irgendwo in einen Supermarkt geht? Hat der Konsument dann wirklich noch die Wahl? Nein, ich sage nein. Es gibt zum Beispiel in ganz Deutschland 1% Bio-Schwein. Es gibt in ganz Deutschland nur 1% Bio-Schwein. Da kann man ja nicht von Auswahl reden. Ich weiß, dass es in ganz Deutschland, also in Österreich bin ich nicht ganz firm, Österreich ist sowieso besser dran, aber ich will sagen, wir sind in größeren Ländern, ist so da am Nachbarn, weil das kommt ja alles auch rüber, die Krake der Discounter und der globalen Nahrungsmittel, da wird ja Österreich nicht schadlos daran vorbeigehen, das sieht man ja jetzt schon im Supermarkt, was da angeboten wird, dass man dann nicht die Wahl hat, es gibt 12 Betriebe in ganz Deutschland, die Vorzugsmilch, also Rohmilch, kontrollierte Rohmilch verkaufen, das muss man sich einmal vorstellen. Ja, das ist so, heute sagt man ja, das vergiftet oder das ist krankmachend. Früher ist diese Rohmilch in der Apotheke als Heilmittel verkauft worden. So viele gute Stoffe sind da drin und wir werden aber so verblödet, dass man sagt, alles steril, alles tote Nahrungsmittel und die sind aber tot, damit es lange tot bleibt, also haltbar ist, nennt man das. Oder die anderen sagen, die Marketing sagen, länger frisch zum
toten Nahrungsmittel, das ist nicht länger frisch, das ist einfach länger tot. Aber da muss man ja ganz ehrlicherweise zugeben, dass diese länger frischen Nahrungsmittel manchmal recht praktisch sind. Nicht? Und ja, es ist praktisch, weil uns klar gemacht wird, dass wir scheinbar so deppert sind, dass wir uns nicht mehr einteilen können, wie es nämlich hunderte Jahre waren, dass eine Rohmilch nur 3 Tage haltbar ist und dann kauft man eben so ein, dass sie 3 Tage haltbar ist. Jetzt habe ich ein totes Backerl-Haarmilch, das steht da in der Sonne, das dünstet aus, das hat Keime dann und nimmer Milchsäurebakterien und das steht dafür dann glücklich in einem halben Jahr und ich bin froh, dass ich dann dieses Zeug, also dass ich meinen Körper zum Endlager damit mache, ja? Und jetzt ist es natürlich noch gut, wenn die länger Frischmilch von da kommt und nicht von ganz woanders her, nicht? Ne, ich meine, das muss man schon sagen, ja? Hier in der Region ist es wirklich eine kleine Insel der Seligen, weil diese Heumilchdichte und so viele Kleinbauern, die sich engagieren und die das Richtige machen und dann auch noch einen Käseproduzenten, der darauf Wert legt, das gibt es ja fast nicht mehr. Das ist erodiert. Also das ist hier schon etwas Besonderes und ich würde mir wünschen, dass ich auch in so einer Region leben dürfte. Danke sehr. Bevor sie noch was sagt. Nein. unsere Sendezeit ist ohne Begrenzung. Also das ist mein Glück heute. 2 Uhr in der Nacht genau. Gesendet. Jetzt waren natürlich viele Punkte dabei. Und das führt uns jetzt sozusagen auf die andere Seite des Podiums. Und zwar, wenn man von Bildern spricht, wenn man spricht davon, kann man das noch vermitteln wie... Nur das Trinken. Ja? Nicht nur die Dekoration. Flux ein Flux. Sonst rede ich noch mehr. Wie gesagt, das ist... Genau, also jetzt machen wir eine wirkliche Werbeeinschaltung. Herr Pöppel, Sie müssen uns jetzt ganz kurz sagen, was wir da jetzt getrunken haben und was nachher auch am Buffet dann gibt. Also zum Trinken. Ja, gerne. Also wir sind eine Brauerei, die auch ein alkoholfreies Getränk macht und zwar das nennen sie Flux. Wir haben sie immer ein bisschen übersetzt, so mit flüssig und gesund mit X. In diesem Fall, da ist Aronia drinnen. Also Aronia ist eine Beere, die sehr viel kann, die sehr bekannt ist für ihre antioxidative Kraft, für die antientzündliche Wirkung. Und das Ganze hat auch einen Brauereiabsender insofern, weil da Milchsäure drinnen ist, also Milchsäure fermentiertes Gerstenmalz. Und dieses Produkt ist was Besonderes, weil man vieles nicht findet. Es ist kein Zucker zugesetzt, es ist kein Farbstoff zugesetzt, es ist kein Aroma zugesetzt und so weiter. Also es ist eine absolut naturbelassene Limonade. So, das war jetzt schon fast eine Anleitung zum Nachbrauen, also aber dann wirklich zum Verkosten. Wieder zurück zum Thema sozusagen. Gehört es momentan zum guten Ton, wenn man einen größeren Betrieb hat, der irgendwo im Lebensmittelbereich unterwegs ist, dass man sich dann auch darum kümmert, schöne Bilder aus der Landwirtschaft zu haben? Bier ist ein absolut natürliches Getränk und wir sind auf natürliche Rohstoffe angewiesen. Und das motiviert uns auch, ein eigenes landwirtschaftliches Gut zu führen, das Stillgut Wildsud, wo wir selbst sehr viel ausprobieren können, wo wir nur Urgetreide anbauen, wo wir alte Rassen wieder züchten. Und das Schöne ist eigentlich, dass vieles auch im Kreislauf gut funktioniert. Dinge, die in der Brauerei aus Reststoffe übrig bleiben sozusagen, die kann man wieder dem Boden zuführen, man kann damit Humus aufbauen, man generiert Artenvielfalt, man schafft es früher oder später, dass man mehr CO2 im Boden bindet und auch für das Klima was tut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man Dinge nicht nur bespricht, sondern dass man auch was vorzeigt und was tut. Und das machen wir mit unserer eigenen Landwirtschaft. Bringt es auch was fürs Geschäft? Es bringt auf alle Fälle was für das Produkt Bier. Ich sage immer Bodengut, Biergut. Also wir haben unser Stiegelgut Wildsud und probieren dort sehr viel aus und wir lernen sehr viel dabei. Und wir haben ja im Weinviertel über 300 Gerstenbauern. Das heißt also, mehr als die Hälfte
der Gerste kommt von einer Erzeugergemeinschaft, da haben wir direkten Kontakt hin und wir kaufen bei denen ein und wir entwickeln uns ständig gegenseitig weiter. Also das erste Thema war, dass wir gesagt haben, wir müssen eine faire Preisbindung schaffen. Sehr viel Gerste wird heute als fertiges Produkt übers Malz, sozusagen als Handelsmalz über die Melzerei gekauft. Vieles hängt auch mittlerweile heute an Börsenkursen dran. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich auch nicht mit unserem Rohstoff spekulieren und haben uns dann mit 300 Bauern zusammengetan. Seit über 10 Jahren machen wir das. Und mittlerweile geht eben das insofern weiter, dass wir all das, was wir in Wildzut lernen, auch versuchen im Großen umzusetzen. Wir haben jetzt diese Bodenbearbeitungsmaßnahme, diese Fruchtfolgen, diese optimierten Stickstoffeinsatz und so weiter, das haben wir auf über 1000 Hektar mittlerweile mit 63 Landwirten gemacht oder machen wir gerade. Wird auch evaluiert von der AGES und so weiter, sodass das Ganze auch gemessen wird. Und das ist eigentlich eine Sache, die haben wir früher gar nicht so beherzigt, haben wir früher auch nicht so gewusst. Und deshalb sagen wir auch, Bierbrauen beginnt für uns schon im Boden. Also nicht am Boden, sondern im Boden. Das war jetzt ein schöner Gedanke, Bierbrauen beginnt im Boden. Gewachsen ist in den vergangenen Jahrzehnten auch das Thema Tourismus und Landwirtschaft. Es war eines der ersten großen Projekte, glaube ich, war der Salzburger Bauernherbst, genau, vielen Dank. Dann inzwischen, ich habe jetzt den Almsommer schon im Kopf gehabt. Also Tourismus und Landwirtschaft, eine Kombination hier in Salzburg, die es schon lange gibt, wo viele Geschichten erzählt werden. Interessiert die Gäste überhaupt, was hinter den Geschichten steckt und steht? Oder genügt es einfach, dass man ein paar flotte Bauernhöfe hat, dass man schöne Bilder hat und den Rest könnte man sich eigentlich sparen? Du meinst Schaubauernhöfe? Nein. Also wir sind sehr dankbar im Tourismus, dass es bei uns noch eine produzierende Landwirtschaft gibt, dass es Höfe gibt, wie hier von der Familie Hofer, die das über Generationen hin sehr, sehr gut machen und es auch funktioniert. Im Salzburger Land haben wir das Glück, wir haben rund 9000 Tourismusbetriebe und 9000 Bauern. Das Verhältnis ist 1:1. Das ist in wenigen Regionen dieser Welt so. Und ich sage immer, jeder Bauer, der uns verloren geht, ist ein enormer Schaden, nicht nur für die unmittelbare Landschaft, sondern für den Tourismus auch. Weil unsere Gäste, und da kommen doch 8 Millionen jedes Jahr zu uns, die möchten die Spezialitäten des Landes probieren. Die möchten das Land schmecken, die möchten das Land auch kulinarisch erkunden. Und wenn wir nur Industrieware haben, die von sozusagen Spanien bis Moskau gleich ist, dann verliert unsere Destination an Attraktivität und unser Tourismus wäre nicht lang nachhaltig. Ich sage einmal, der Tourismus hat eine Riesenchance, mit den Bauern zusammenzuarbeiten, mehr eigene Produkte aus der Region in die Restaurants, in die Hotelbetriebe aufzunehmen. Das ist unser Ziel, das fördern wir auch ganz stark und wir erzählen das uns auch unseren Gästen, weil wir brauchen nicht so illusorisch sein, dass wir die Gäste erziehen können. Wir können sie aber begeistern. Und Geschmack kann begeistern. Das, was wir hier im Hofladen bekommt, das begeistert. Und das merken auch die Gäste. Und deswegen ist es für uns das absolute Ziel. Tourismus, Landwirtschaft ist eine Schicksalsgemeinschaft. Ich sage jetzt einmal, wir können gemeinsam gut sein, besser werden, unsere Produkte noch besser den Gästen vermarkten, über Direktvermarktung etc. Und unsere Gäste auch zu Botschaftern unserer Spezialitäten zu machen. Das ist unser Ziel. Und eines möchte ich nur kurz sagen, weil die Frau Wiener, ich schätze sie sehr, sie ist eine Botschafterin der österreichischen Küche in Deutschland. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Wir haben uns ja schon mal in Berlin getroffen. Und sie hat was gesagt, was ich entscheidend finde. Es wird sehr viel über Bildungssysteme, über Reformen gesprochen. Und es gehört auch in den Schulen, wie Deutsch, Mathematik, Englisch, Fremdsprachen, wäre Kochen ein Hauptgegenstand für mich. Das gehört zur Grundausbildung eines jungen Menschen dazu. Das ist ja ganz eine wichtige Geschichte. Ich habe selber eine Kochlehre begonnen im Jahr 1977. Ja. Habe dann nachher noch Hotelfachschule gemacht und nachher noch durfte ich auch noch ein Studium machen, berufsbegleitend. Du kannst dich erinnern.
Meine Mutter hat mir das beigebracht und ich war immer begeistert und habe immer schon irgendwie als Kind auch kochen gekonnt. Meine Schulfreunde haben das alle nicht gekonnt. Ich habe immer schon Palatschinken gemacht und ich habe immer Schnitzel gebacken und ich war da immer. Und ich sehe das einfach, wenn man das als Kind lernt, als Schüler lernt, diese Grundtechniken. Auch Kinder, die jetzt zum Studieren beginnen und so weiter, die kommen in eine Stadt und so weiter, wissen nicht, es gehen dann immer zum Burger und Ding und so weiter. Und das passiert alles nicht, wenn man ihnen die Grundbegriffe lernt. Und aus meiner Sicht ist es ganz, ganz entscheidend, auch in dieser Bildungsreform, diese Kulturtechnik aufzunehmen in den Hauptausbildungsplan. Und da müssen wir alle dran arbeiten. Ich weiß nicht, die Bildungspolitiker, die müssen wir dazu wirklich begeistern, weil das spart uns so viel Geld. Nämlich hier in der regionalen Landwirtschaft bis hin zum Gesundheitssystem. Das ist das Thema und da bin ich sehr dankbar, dass Sie das erwähnt haben. Da sind wir absolute Partner. Dankeschön. Also die kochende. Das heißt, um bei der Technik zu bleiben, eher Induktionsherd statt Laptop in die Klassen, oder? So, was Gasherd. Oder Gasherd, genau. Oder Holzherd. Genau. Ja, also. Beides ist wichtig. Genau. Jetzt ein kleiner Sprung aus der Küche noch einmal in die Brauerei sozusagen. Vielleicht verraten Sie uns ein paar Dinge, an denen Sie gerade tüfteln, beziehungsweise was gerade im Entstehen ist, was sozusagen am Zukunftsgut oder am Biergut ausgedacht wird, wo man dann sozusagen in der Brauerei herumprobiert, bis dann wirklich ein neues Getränk herauskommt. Gibt es da irgendwas, was man schon verraten darf? Naja, also ums Bierbrauen dreht es bei uns natürlich jeden Tag und wir machen immer wieder neue Biersorten, vor allen Dingen auch saisonale Biersorten. Aber was sicher im Moment für uns ganz spannend ist, ist, dass wir auch ins Brennen gegangen sind und wir haben mittlerweile auch Whisky da draußen gebrannt. Nur wer natürlich Whisky produziert oder wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass er zumindest einmal 5 Jahre lagern muss. Wir riechen schon, wir verkosten schon ein bisschen, aber natürlich darf man das auch nicht so oft machen. Aber das ist also durchaus jetzt ein spannendes Thema für uns. Wir haben da draußen eine Melzerei und wir haben aus eigens getorftem Malz aus der Region, haben wir sozusagen aus alpiner Pfauengerste, also einem alten Urgetreide, haben wir Whisky produziert und da sind wir schon sehr, sehr gespannt, wie der werden wird. Ja. Okay, da treffen wir uns dann wieder. Danke sehr. So, jetzt darf ich nochmal zu Ihnen beiden herkommen, bitte sehr. Herr Landesrat, Sie haben ja auch studiert, auch selbst gekocht. Das? Ja, als ehemaliger Lehrer weiß ich, wie viele Lehrer sich im Lehrplan etwas wünschen, was ihnen besonders gefällt. Und wenn es nach den Wünschen der Lehrer gäbe, würden die Kinder ganztags in der Schule sein, auch am Wochenende. Aber ich bin vor 45 Jahren oder vor 40 Jahren in die Hauptschule in Matze gegangen, eine Landhauptschule, und wir haben das selbstverständlich gehabt, Kochen. Und dann sind wir modern geworden, dann haben wir das herausgestrichen. Ich kann nur sagen, da hinkt das Schulsystem, da hinken die Lehrpläne 20 Jahre hinterher. Das war genau die Zeit, wo viel am Tisch und billig und egal woher billig in war. Und zu einer Zeit, wo Regionalität und Essen wieder eine Bedeutung ist, hat man das aus dem Lehrplan, aus welchen Gründen auch immer, gestrichen. Und wir haben gerade in Salzburg die Debatte geführt oder eine wahlwerbende Partei, ein gesundes Mittagessen in der Schule für jedes Kind. Und das noch gratis. Das muss erstens nicht gratis sein und zweitens wäre es gut, aber wenn Sie sich selber zubereiten, ist noch besser. Und vielleicht noch zum Tourismus, ganz kurz. Ich bin vor 22 Jahren mit einer chinesischen Delegation durch das Land gefahren. Ich war in der Nähe hier auf einem Betrieb in Elixhausen. Wir waren in Bongau und im Lungau, da war die Endstation. Und als wir fertig waren, gab es dann von der Reiseleitung, von der fachlichen Reiseleitung die Frage, wo denn bei uns die wirklichen Betriebe sind. Und ich habe ehrlich gesagt das zuerst gar nicht wirklich verstanden. Und die haben tatsächlich die Meinung gehabt, dass wir eine Kulisse haben
eine Kulisse aufbauen, zum gegebenen Zeitpunkt idealerweise herzeigen und wenn die Gäste weg wird, das wieder wegräumen. Und genau dieses Bild ist selbstverständlich geworden und da muss man vielen dankbar sein. Und ganz zum Schluss noch jetzt die Familie Hofer. Wenn man jahrzehntelang als Pionier unterwegs ist, muss man wissen, dass man auch in der Landwirtschaft Feinde gehabt hat, die gelacht haben, die wollten, dass das eigentlich nichts wird, weil das ist die Rückwärtsentwicklung, die sie eigentlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt der 70er Jahre begonnen haben. Und genau umgekehrt ist es. Aber es ist auch nicht das Zukunftsmodell der Salzburger Landwirtschaft. Das glaube ich nicht. Nicht das Ausschließliche. Wir haben 600 Betriebe, die bäuerlich produzieren und vermarkten. Und ich glaube nicht, dass das viel mehr als 1000 werden, auch wenn wir in der Schule noch so gut ausbilden und dafür die Fertigkeiten vermitteln, weil da muss die Familie passen. Die Familie Hofer hat sich selbst die Voraussetzung geschaffen, sie haben die engste Generationsfolge nicht im Stall, sondern in der Familie. Alle 20 Jahre eine neue Generation, das verhilft Arbeitskräfte am Betrieb. Sonst ging das gar nicht. Das heißt, es ist... Und das ist ganz, ganz wesentlich. Das ist ganz viel Arbeit. Wir haben euch gehört. Die Generationen machen. Übung nach dem Meister. Wir haben auch gehört, ob sich das rechnet vor einer kurzen Vorrunde. Wenn jeder Bauer gerechnet hätte, immer zu jeder Zeit, dann gäbe es ihn nicht mehr. Es hat Zeiten gegeben, wo sich das überhaupt nicht gerechnet hat. Aber diejenigen Bauern, die nicht rechnen oder nie gerechnet haben, die gibt es auch nicht mehr. Das heißt, es sind diejenigen Betriebe, die tatsächlich in der Kleinstrukturiertheit für viele Existenzen in diesem Land, 600 von 9000 sind mathematisch 6,7%. Aber für diese Betriebe ist das das Einkommensbestandteil, der wesentliche, die nicht nur die Wertschätzung, sondern auch die Wertschöpfung auf den Hof bringt. Und wir haben... weil Sie von Bio gesprochen haben, über 50% Biolandbau in diesem Land, das gibt es in ganz Österreich und in ganz Europa nicht. Und da kann man sich abheben. Wir erzählen nicht etwas, sondern wir tun es. Und genau diese Botschaften in der geeigneten Weise hinauszutragen, ist ganz, ganz wichtig. Und ganz wesentlich ist, dass die Verarbeiter uns die Stange halten, dass die Verarbeiter beim Handel so auftreten, dass diese 3% Heumilch, die etwas ganz Besonderes ist, nicht irgendwann in den allgemeinen Topf hineinkommt, sondern dass wir wirklich diese Qualitäts- und diese Familienbetriebe und diese Kleinstrukturiertheit aufrechterhalten können. Wir haben die geringste Strukturverlust, Bauern sterben in diesem Land, 0,8% im Jahr. Das gibt es in ganz Österreich nicht, das gibt es auch in Europa nicht. Und die Frage vor 25 Jahren, überstehen wir den EU-Beitritt? Dann kann ich nur sagen, ja, wenn man die richtigen Antworten findet und diese Betriebe, wie wir hier sind und 600 andere, aber auch viele, viele andere, die dann zum Mörle zur Salzburgmilch in den Pinzgau liefern, ebenso. Und es gibt nur Milch, es gibt auch anderes. Wir sind relativ breit aufgestellt. Ich glaube, wir haben eine gute Zukunft in der Landwirtschaft in diesem Land. Eine gute Mischung sozusagen, die es ausmacht und die, wie soll ich sagen, auch die Zukunft sichert oder das Leben auf den Höfen in Zukunft sichert. Frau Wiener, jetzt ein kurzer Sprung sozusagen hinter den Herd. Was ist eigentlich Ihr Lieblingsgericht hier aus der Region? Beziehungsweise, wenn Sie an Salzburg denken, gibt es da was? Oder wenn Sie an Österreich denken? Also, das werde ich ganz oft gefragt. Ich habe kein Lieblingsgericht. Ich verstehe gar nicht, wie man ein Gericht unter diesen Hunderten haben kann. Bei mir ist es eher so eine Jahreszeitfrage oder wie ich mich seelisch fühle, ja. Bin ich traurig, möchte ich was anderes essen, als wenn ich glücklich bin. Es gibt so viele verschiedene Gerichte. Ich möchte mich da jetzt nicht aus der Schlinge ziehen, aber ich könnte es wirklich nicht sagen. Überall, wo ich hinkomme, auch die kleinsten Regionen, gerade in Österreich, haben ihre regionalen Eigenheiten. Und ich finde, das macht es ja aus. Das ist ja so super, dass man überall was anderes findet und das Nachbardorf vielleicht schon wieder... ein traditionelles Gericht ganz anders macht als das andere Dorf und so kleinteilig ist. Und alles ist eigentlich, wenn das mit Liebe gemacht ist und wenn das mit Sorgfalt gemacht ist und wenn die Grundprodukte stimmen, ist es köstlich.
Selbst wenn es nicht immer gelingt, ja, ich finde, es gibt auch ein Recht auf angebrannte Schnitzel, statt normierte, vorgeformtes Vorderfleisch im viereckigen Dienpackerl, dann lieber leicht anverkohlt, aber mit Liebe und originell und Leidenschaft gekocht. Vielen Dank. Ich glaube, dem ist nicht mehr allzu viel hinzuzufügen, oder? Sehe ich das richtig? Jawohl. Dann gibt es noch eine kleine Information. Es müsste, glaube ich, noch eine Kollegin oder eine Schülerin der LFS irgendwo sein, die uns verrät, was es zum Buffet vorbereitet oder was fürs Buffet vorbereitet wurde. Jetzt einmal einen Auftrittsapplaus. Genau, bitte sehr. Ihr habt ja heute schon mit der Frau Wiener gekocht, genau. Beziehungsweise vorbereitet. Ja. Lass mal den Herrn Landesrat noch kurz da in die Dings. Ja, passt schon. Mit der Frau Wiener gekocht und vorbereitet. Wie war's? Also ich war nicht in der Küche, aber so wie ich gehört habe, hat es gut gepasst, ja. Also die Mundpropaganda funktioniert. Was habt ihr vorbereitet? Wir haben zur Vorspeise eine Radieschensuppe mit einem Bergkäsechip. Dann Blinis mit einer Kräutercreme auf Sesamspinat und zum süßen Abschluss einen Grießschmarrn mit einem Erdbeerragout. Und das ist alles heimisch? Natürlich! aus Asien importiert. Naja, aus dem Packerl. Aus dem Packerl. Super. Vielen, vielen Dank. Ihnen auch danke fürs Zuhören. Sie sind immer noch da, Gott sei Dank. Vielen Dank. Es hat uns wirklich Spaß und Freude gemacht. Ein Thema, das bewegt, wie man heute sieht. Und mehr dazu gibt es, glaube ich, in Kürze auf RTS. Es sind viele Medien heute auch hier, werden über die Veranstaltung berichten. Also noch einiges zum Nachlesen, zum Weiterdiskutieren. Und wie soll man sagen? Am Ende heißt es einfach www.salzburgschmeckt.at. Dort gibt es alles. Herr Landesrat, eine kurze abschließende Frage noch. Sie haben ja das Agrarmarketing komplett neu aufgestellt. Hat sich's ausgezahlt? Ich bin überzeugt, bedanke mich bei den beiden Mitarbeitern. Wir haben einen Außenminister und einen Innenminister. Die arbeiten gut zusammen und das funktioniert wirklich sehr gut. Und wir haben eine Plattform geschaffen, die produzieren wollen und können, aber nicht unmittelbar auch vermarkten können, weil die Zeit vielleicht gar nicht da ist. Und wir haben eine Plattform geschaffen für die Wirte, regional einkaufen zu können. Wir haben früher verlangt, dass sie die Dinge zusammensuchen. Sie sind Professionalisten im Kochen, im Vermarkten hoffentlich, aber sie sind keine Spezialisten und können nicht 15 Betriebe haben. Sie wollen eine ordentliche Lieferung und das werden wir auch so bündeln, dass sie eine Lieferung Salzburg schmeckt bekommen. Danke sehr. Vielen Dank. Günter Kronberger und Gerald Reisecker waren angesprochen und ich glaube, Sie haben den Tisch gerichtet. Danke sehr und einen schönen Nachmittag.